Ja, liebe Freunde, danke fürs wieder dabei sein. Schön, dass ihr es wieder geschafft habt, die Zeit gefunden habt, euch die Zeit auch genommen habt. Weiß ich natürlich sehr, sehr zu schätzen. Schön, dass wir gemeinsam wieder zocken können. Und wir haben heute den letzten Test und zwar gegen den MSV Duisburg. Und die Testspiele, kam auch ein Kommentar, ob ich die nicht überspringen kann. Gerade in der ersten Saison, jetzt am Anfang, möchte ich sie schon zeigen, möchte ich sie schon mit aufnehmen in Zukunft oder wenn wir mal während der Saison eine Woche spielfrei haben und ich da ein Testspiel mache, dann werde ich es dann, glaube ich, überspringen. Aber da könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Kann natürlich auch verstehen, wenn das einige jetzt vielleicht nicht so interessieren soll. Ja, generell habe ich jetzt gestern beim anderen Let's Play mit Sampdoria Genua schon die ersten Spiele gemacht, die ersten Pflichtspiele mit der gleichen Taktik ja quasi. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht geschaut, wie die Anweisungen dort sind im Vergleich. Aber jetzt bin ich schon gespannt, ohne jetzt natürlich zu spoilern, bei dem anderen Let's Play, wie die Taktik hier so im Vergleich funktioniert. Ja, schauen wir mal. Wir haben ja wahnsinniges Verletzungspech im Moment. Das ist das, was mich echt ärgert. Jetzt ist Uedraogo noch angeschlagen. Wir haben einen nicht ganz fitten Lasme. Und dann unten noch Fährmann. Dann natürlich drei Innenverteidiger mit Kramer, Cissé und Baumgartl. Linksverteidiger Becker auch noch verletzt. Es ist mega mühsam im Moment, aber hilft nichts. Dafür ist Tchouaméni jetzt neu zu uns gekommen. Der startet jetzt heute gleich mal, kriegt gleich mal sein Debüt heute. Und ja, Tower wird auf der zweiten Innenverteidigerposition, wobei wird er nicht, Matrigiani ist wieder da. Das heißt, den werden wir dort spielen lassen, dass der auch Spielpraxis bekommt. Rechts hinten Brunner müssen wir mal schauen, was sich da noch tut. Bin ich natürlich auch nicht geneigt, ihn zu verkaufen. Je nachdem, wie gut das Angebot passt. Links hinten Merkin, der bisher ja richtig überzeugt. Und der nach oben gezogene Moore, das passt auch gut. Tempelmann Schallenberg, wo ich noch nicht ganz sicher bin, was die Position angeht. Da müssen wir jetzt natürlich Osmani reintun für Uedraogo, den ich heute dadurch, dass er angeschlagen ist, auch einfach gar nicht mitnehmen darf. Osmani durchspielen, den müssen wir ja auch fördern. Und daneben haben wir eben Top und Terodde. Und da müssen wir jetzt dann noch schauen. Ich habe schon überlegt, ja, grundsätzlich am liebsten wäre es mit Lasme und mit Top zu spielen. Dann mal einen schnellen Stürmer und einen großen, wobei Lasme natürlich auch groß ist. Aber im Endeffekt werden wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir können es auch probieren. Schaut mal, mit der Knipserrolle daneben. Die ist dann nicht ganz so laufintensiv. Mit Terodde als Zielspieler und mit Top als Knipser könnte auch relativ gut funktionieren, diese Kombi. Ich bin mal gespannt. Legen wir los. In einem FM-Jahr zweimal entlassen worden bin ich ja noch nie. Wobei ich auch nicht so richtig entlassen wurde. Ich bin nur einfach nicht zum Meeting gegangen, obwohl es der Vorstand wollte. Ja, ist wahrscheinlich vergleichbar mit einer Entlassung. Sie sollen einen entspannten Tag haben und vergessen, dass das ein Testspiel ist. Wir sehen die Gegner. Natürlich auch ein paar bekannte Namen, eh klar. MSV Duisburg. Wo ein unserer Zuschauer, der Leroy Quattro, ja auch gespielt hat, der mittlerweile in München bei 1860 spielt. Und ja, ich fand die Duisburg eigentlich auch immer eine sympathische Mannschaft. Die habe ich auch mal live gesehen. Ich habe mir vor Ewigkeiten, das ist wirklich lange her, 1860 noch in der Allianz Arena angeschaut. Und da war Duisburg zu Gast. Da hat ein Benny Laut, glaube ich, noch einen Doppelpack erzielt. Und die Münchner haben 3-0 gewonnen. Schöne Erinnerung eigentlich. Mein einziges Mal in der Allianz Arena und das bei 1860. Grüße nach München, schöne Stadt auf jeden Fall. So, Top jetzt mit der Chance. Top-Chance quasi. Merkin. Und der Kopfball geht drüber. Interessant wird auf jeden Fall, wie sich die beiden Achter heute verhalten. So, Bitter. Schallenberg versucht hier nach draußen zu kommen. Brunner mit dem schlechten Tackling. Da bleiben sie im Ballbesitz. Schallenberg verschläft. Und da stehen wir nicht gut. Nur Abstoß. Also Müller war da nicht mehr dran. Das sahen wir auf jeden Fall jetzt nicht so gut aus. Matriciani in dem Fall. War es in die Tiefe von Brunner nicht gut. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung schnell. Merkin wirkt da ein bisschen orientierungslos. Also Duisburg jetzt gerade ein bisschen am Drücker. Der Pass ist super gespielt in die Tiefe und Müller rettet zur Ecke.
Jetzt bin ich gespannt. Wieder die Duisburger. Den kriegt Mörkin gut geklärt, aber sind schon wieder im Ballbesitz. Also wir schaffen es nicht wirklich, längere Ballbesitzphasen zu haben. Terodde auch hier gleich wieder mit dem Kopfball nach vorne. Es gelingt uns nicht, irgendwie Ruhe reinzukriegen in das Ganze. So, jetzt haben wir mal Mörkin, Terodde, Osmani. Guter Pass von Terodde, Osmani dafür unpräzise. Brunner zieht da nach innen, Tempelmann richtig schön gespielt, 1-0, 14. Minute. Starke Aktion. Das war auf jeden Fall ordentlich. Was mir so auffällt, generell mal hier, also hier, Moment mal so, dass Brunner hier nach innen zieht und nicht den Flügel entlang geht, finde ich fast ein bisschen schade. Ich meine, in der Situation passt auch ganz gut, aber mir persönlich wäre es lieber, wenn wir im Angriff noch breiter sind. Vielleicht ist das eine individuelle Eigenschaft, das kann natürlich sein. Nein. Wir müssen das mal beobachten, weil sonst können wir die Angriffsbreite auch generell auf breit stellen. Hier sehen wir wieder Brunner, Tempelmann, Mörkin. Ja, gut. Das passt, glaube ich, von der Breite her schon auf der Seite gerade. Mörkin, Schallenberg. Weil zu weit auseinander ist auch nicht optimal. Dann sind die Passwege so lang, dann wird es natürlich auch schwieriger zu passen. Also wir sind jetzt das aktivere Team. Doppelt so viele Abschlüsse. Das ist schon mal positiv. Madrigiani auf Tempelmann. Top auf Brunner. So, Tempelmann. Osmani. Übrigens auch vielen Dank für eure Spielerempfehlungen. Es sind einige gekommen, die ich mir anschauen soll. Ganz wichtig, ich sage das eigentlich jedes Jahr mal dazu. Ich bin schon jemand, der gerne selber Spieler entdeckt. Also ich scout ganz gerne selber. Ich freue mich über Spielervorschläge dann der Scouts, ohne jetzt irgendwelche. Ja, zum Beispiel auch New Gen List, also New Gen nicht, Talentlisten oder so abzugehen. Das ist einfach nicht mein Spielstil. Und top. Dementsprechend, ja, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht jeden einzelnen Spieler scouten, den ihr vorschlagt. Und das meine ich wirklich nicht böse. Das liegt eben einfach, wie gesagt, daran, dass ich Spieler selber entdecken möchte. Und wenn ich sie dann halt nicht entdecke, ist es halt so. Aber gehört für mich dann auch dazu. Also. Nicht wundern oder ärgert euch nicht, falls der Anspieler jetzt mal nicht angeschaut habt, den ihr geschrieben habt. Riesenchance. Da haben sie es super durchkombiniert. So, der Seitenwechsel, da dauert es dann wahnsinnig lange. Also da wäre es eigentlich ganz cool, wenn dann das zentrale Mittelfeld ein bisschen rüberschiebt. Generell finde ich, haben wir im zentralen Mittelfeld wenig Zugriff. Schallenberg ist auch hier in der Situation, ihr könnt ja ein paar Sekunden zurückspulen, wieder wahnsinnig weit rüber gegangen, was eigentlich nicht notwendig ist, weil hier Tempelmann und Osmani waren. Brunner sollte einfach ein bisschen weiter hinten stehen, dann hast du hier kein Problem. Also ich bin mit dem zentralen Mittelfeld noch nicht so ganz zufrieden. Vielleicht sollten wir das Ganze auch auf eher strikt spielen, dass sie wirklich auf ihren Positionen bleiben und ihren Rollen treu bleiben. Also, falls ich das nicht eh anhabe, bin mir jetzt nicht sicher. Bei Sampdoria habe ich mich jetzt übrigens dazu entschieden, mit zurückgezogenem Spielmacher und mit Carrillero zu spielen. So, top mit der Riesenchance, 45. Den lässt er sich nicht entgehen, 2-0. Sehr gut. Carrillero deswegen, weil das halt einer ist, der, ich hoffe, ich habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, aber ich glaube, der sich eben eher von zwischen 6er und 10er Position bewegt und nicht so ganz die Position verlässt, wie zum Beispiel ein Box-to-Box, der wirklich vorne und hinten in die Box reingeht. Und die Idee dahinter gefällt mir eigentlich schon relativ gut. Aber das müssen wir uns dann ja auch mal anschauen, die Durchschnittspositionen. So, Terodde funktioniert nicht wirklich. Wie schaut es denn generell mit der Spielpraxis aus? Wir sehen hier, dass die Spielpraxis gerade bei den beiden Stürmern super ist, um nicht zu sagen top. Polter können wir mal reinbringen auf der großen Position und Lassme dann vielleicht als Stoßstürmer. Dann Pottlech habt ihr gemeint, soll ich verleihen. Generell auch, was Fährmann angeht, sind ein paar Kommentare gekommen, dass ich den doch verkaufen soll, weil so ein gutes Standing hat er jetzt mittlerweile anscheinend auch nicht mehr durch ein paar Aktionen. Ich habe es nicht genau mitbekommen, aber
Gebe natürlich nur, dass jetzt wieder was ich in den Kommentaren da gelesen habe. Kalasch nehmen wir raus, da bringen wir den Tower, der hat aber auch schon brauchbare Spielpraxis. Kozuki rechts hinten. So, im zentralen Mittelfeld sehen wir relativ gut aus. Das heißt, wir können Danny Lazar bringen. Ich probiere den jetzt im Vergleich als Ballerobernder auf Support. Und daneben den Seguin als Spielmacher. Und dann wird Osmani wahrscheinlich durchspielen, genauso wie Matrigiani, Jebama und Müller, würde ich sagen. Oder sollen wir Justin Hakerin vielleicht? Nee, ich bleibe jetzt mal dabei. Robin Müller, das ist der dritte Müller, der heute spielt. Im Tor haben sie auch einen, wir auch einen. Aber ist halt auch ein wahnsinnig häufiger Name, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich. Ich sage das jetzt so dazu, weil Statistiken zufolge tatsächlich 80% meiner Zuseher aus Deutschland sind. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht so richtig erwähnt. Was für ein Ösi wie mich natürlich irgendwie ganz cool ist. So, Osmani. Und auch hier haben wir uns jetzt nicht ganz so geschickt angestellt. Also generell sieht man auch am Expected Goals Wert. Ich meine, gut, die eine Szene natürlich, wo man alleine aufs Tor zu laufen, das ist schon eine hundertprozentige Chance. Aber so alles in allem bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Müller fängt den gut ab. Matriciani dreht dann wieder ab, Tower. Seguin mit dem guten Pass links raus. Mohr, den wir jetzt ja versuchen auf dieser Position, wo er von den Fähigkeiten her gut passen müsste. Seguin, Osmani, Mohr. Und da ist Polter. Torwartfehler damit das 3 zu 0. Was ich mir auch schon überlegt habe, ist den Zehner, den Osmani oder den Uedraogo, je nachdem wer spielt, auf die 8 zurückzuziehen als vorgeschobenen Spielmacher, weil er dann vielleicht sich nicht ganz so weit nach vorne orientiert wie ein zusätzlicher Stürmer, aber trotzdem eine ähnliche Rolle erfüllt. Weil jetzt geht's ja, aber er geht dann auch hier wieder in die Tiefe und dann haben wir im Endeffekt hier 3 Leute. Natürlich der Vorteil, weil wir für Überzahlsituationen sorgen. Andererseits habe ich dann immer auch ganz gerne da hinten noch einen für die zweiten Bälle. Und eben als Anspielstation, wenn Osmani halt ständig in die Spitze geht oder der Zehner ständig in die Spitze geht, dann haben wir da vorne 3 Leute, die auf einen langen Ball warten und keiner, der sich kurz anbietet. Also das könnte dieses Problem eigentlich auch ein bisschen lösen. So, hier wieder viel zu einfach, wie man durch unser Zentrum kommt. Ich meine, wir haben 3 Innenverteidiger, wir haben 2 Achter und die kommen so einfach durch. So, jetzt habe ich es gerade noch rechtzeitig geschafft, mich zu muten, weil ich niesen musste. Boah. Das kam plötzlich. That's what she said. Sorry. Kozuki auf Polter, 4 zu 0. Stark. So, jetzt sind wir in der 77. Jetzt werde ich den Krüger noch bringen. Ich schiebe den Seguin einfach nach vor. Auf die 10. Dass der Krüger auch noch ein bisschen Einsatzzeit bekommt. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig weiß, was so wirklich seine beste Rolle ist. Noch nix so richtig. Da hat sich noch nichts wirklich was rauskristallisiert, würde ich jetzt mal auf die Schnelle sagen. So, Latzer. Und Polter aus der Distanz. Also positiv auf jeden Fall. Ich meine, wir haben 4 Tore gemacht. Der Offensive scheint schon sehr, sehr gut zu funktionieren. Defensiv, vor allem mit der Vorstellung im zentralen Mittelfeld, bin ich nicht ganz so glücklich. Die Frage ist, wie wir es lösen. Also eben diesen Zehner auf die Achterposition zu schieben, könnte uns defensiv auch ein bisschen Stabilität bringen. Jetzt hat es geklingelt und das ist auch verdient. Schauen wir mal, was jetzt hier los ist. Matriciani ist da ein bisschen rausgerückt. Dann haben wir eigentlich hier wieder eine nette Überzahlsituation. Also wir haben hier einen, der mit dem Deckungsschatten eigentlich ein kurzes Anspiel verhindert. Hier haben wir 3 Spieler. Im Endeffekt alles nicht so tragisch, aber dann kommt dieser eine Pass in die Tiefe und plötzlich sind 2 durch. Also da haben wir zusammen auf Abseits spekuliert, würde ich mal vermuten.
zu einfach, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn der gut gespielt ist, ist er auch schwierig zu verteidigen. Da muss ich die Jungs jetzt fast ein bisschen in Schutz nehmen. So. Hier viel zu passiv. Das war ein super Tackling von Kozuki, aber sie sind schon wieder im Ballbesitz. Also die Arbeit gegen den Ball gefällt mir tatsächlich nicht. Wenn ihr da Ideen habt, bitte gerne ab in die Kommentare, weil grundsätzlich scheint das Taktikkonstrukt ja zu funktionieren. Aber alles in allem ist da noch schön Luft nach oben. Vielleicht werde ich hier wirklich auf diese aufs Dreier-Mittelfeld gehen, dass wir defensiv auch ein bisschen stabiler sind. Schauen wir mal, was wird. Was ich ja da bei den zwei Stürmern auch ganz cool finden würde, wäre, wenn wir einen pressenden Stürmer hätten. Aber ich glaube, das passt zu niemandem so richtig. Also am ehesten noch zu Lasme, aber müssen wir mal schauen. Also die Gegner hier schon früh zu stören, damit sie sich gar nicht so leicht in unserem Zentrum durchkombinieren können, das wäre halt wichtig. Grundsätzlich war das jetzt ein 4-1-Sieg gegen Duisburg. Das heißt, so unzufrieden müssen wir jetzt auch nicht sein. Wir sehen, dass Duisburg eingeschätzt wird. Ja, gut. Mittelfeldplatz in der dritten Liga. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das schon eine ganz gute Idee. Die Frage ist, ob man nach Ballverlust nicht trotzdem draufgehen soll, weil wir haben hier drei Leute in der Restverteidigung. Das könnte ich mir mal grundsätzlich vorstellen, dass wir da vorne einfach richtig eklig und giftig sind. Ja, Terodde klappt natürlich nicht als pressender Stürmer. Auch hier würde ich sagen, eben Aggressivität, Einsatzfreude, Ausdauer, das ist okay, aber das ist auch alles nicht überragend. Wie schaut es bei Brian Lasme aus? Ja, da sind auch die mentalen Werte zu schwach. Also pressender Stürmer wird nicht funktionieren. Aber dafür könnten wir Folgendes machen. Wir könnten schauen, dass wir mit einem von den beiden eher defensiv sind, das heißt Ball erobern da verteidigen und dass wir hier ne daneben einen von den beiden eben als vorgeschobenen Spielmacher spielen lassen, den anderen als Box-to-Box, so in der Richtung. Und dass wir halt dann eher Anspielstationen innen suchen, passt, finde ich auch ganz gut. So, beim Top werden wir individuell auf Knipser stellen, das passt auch. Wenn Lasmi reingeht, dann sagen wir dem individuell Stoßstürmer. Das heißt, dass ich nicht jedes Mal umstellen muss. Ja, und dann werden wir mal schauen, wie es läuft. Bin schon so gespannt. Im Endeffekt ist es jetzt eh schon der letzte Part, bevor es in die Saison geht mit dem Duell gegen den HSV. So, Kapitän für die nächste Saison. Sema Terodde und Latzer sind diejenigen, die hier empfohlen werden. Interessant wäre aber auch Schallenberg, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass wir das dann lösen werden, wenn der Vertrag von Terodde bzw. der Vertrag von Lazar auch auslaufen, dass dann Schallenberg da ist. Ich möchte jetzt nicht für Unruhe sorgen. Das heißt, wir werden es so lösen, dass wir auf die beiden setzen. Gut, als Vizekapitän hätte ich jetzt natürlich Schallenberg schon nehmen können, aber ja. So, Leihangebot vom Homberg. Die sind halt in der Oberliga. Das ist sowieso nicht super interessant, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann sehe ich da hier gerade, oh, Ovejan. Wir sehen eine Kaufverpflichtung beim Titelgewinn in der Liga. Das ist halt, das heißt, im Worst Case wechselt der und wir kriegen nichts. Wobei wir kriegen 600.000 circa. Jetzt habe ich es nur mal schnell im Kopf ausgerechnet, nicht ganz 500. Irgendwas für die Laie plus 1 Million Gehaltsübernahme. Aber ich hätte ganz gern, dass das eine normale Kaufverpflichtung ist, nicht beim Titelgewinn. Ah, das geht jetzt nicht. Großartig. Dann würde ich trotzdem eher eine Kaufoption reinpacken. Für 1 Million. Dazu nochmal 1,9. Schauen wir mal. So, Brunner verletzt. Wichtiger wäre, dass jetzt möglichst viele fit werden bis zum Spiel gegen den HSV. So, wir haben hier Baltasar Bernardi von den Boca Juniors. Sehr interessanter Spieler, nicht der schnellste, was man da so sieht. Guter Antritt dafür. 21 Jahre jung, den scouten wir jetzt mal voll. Dann Nahuel Arena. Nächster Innenverteidiger aus Argentinien, ebenfalls richtig interessant.
Das gab man auch voll. Und dann haben wir noch Willity Yunusa. Auch interessant. Ich finde es schön, dass wir solche Scouting-Berichte reinkriegen. Da geht es jetzt weiter. Argentinischer Torhüter, 26 Jahre alt. Scheint auch sehr spannend zu sein. Den scouten wir auch voll. Ospina ist mittlerweile ein bisschen zu alt. Interessant, dass da jetzt lauter Argentinier reinkommen. Schaut euch das an. Linksverteidiger Fernandes Mercao. Wahnsinn. Der könnte richtig stark sein. 23 Jahre alt. Auswahlliste und scouten. Lincoln, Stürmer von Vissel Kobe. 22 Jahre alt. Nicht der beste Abschluss, aber dafür ist der Rest Wahnsinn. Auswahlliste, Scouten. Ryan, Linksverteidiger aus Brasilien. Von der Ablöse her sehr günstig. Auswahlliste, Scouten. McCarthy zu alt. Gomez dann zu alt. Dylan Gnabry. Also der scheint alles, glaube ich, zu können. Hat auch einen super Abschlusswert und ist eigentlich Rechtsverteidiger, Rechtsaußen. So, dann auch ein bisschen zu alt, Lautaro Blanco. Holy shit. Kommen schon ganz gute. Und da haben wir noch einen von Cede Moron. Kann man auch mal scouten. So. Bartel ist eigentlich nicht ganz fit. Testspiel haben sie jetzt gegen die zweite Mannschaft von Bremen. Kosuki kann da von mir aus 90 Minuten spielen, lasse 60. Ekerin immer. Latza von mir aus auch 60 Minuten. Krüger 90. Und Ferl hat dann noch wegen einer Leihe angefragt. Schlüsselspieler immerhin. Ferl ist in der dritten Liga. Das heißt, ja, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Spieler ist, auf den ich setze. Schlüsselspieler in der zweiten Liga ist nicht schlecht. Gehalt hat er kaum. Ein bisschen was übernehmen sie und. Wenn er sich gut entwickelt, können wir dem ja noch immer eine Option anbieten. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber dann sparen wir uns zumindest ein bisschen was vom Gehalt. So, Verletzungsbericht. 3 bis 7 Tage Cissé, Fährmann 4 bis 8, Baumgartl ist bald wieder da. Da läuft es jetzt also schon ganz gut. Becker, Lazmi und Ouedraogo sind schon wieder fit. Das heißt also, bis zum Saisonstart dürfte schon sehr, sehr gut aussehen bei uns. Bakayoko fertig gescoutet, also den braucht man nicht. Den können wir uns sparen. Und Dylan Bronn, der Tunesier, auch ganz gut, aber auch mit dem Gehalt jetzt nicht so super spannend. Da würde ich eher einen von den jüngeren Argentiniern holen. So, Niklas Bartel verletzt. Einer von den jungen IVs, die wir nach oben gezogen haben, aus der Not eigentlich heraus. So, und dann wollte ich noch einstellen. Dass wir da beim Training was anderes machen. Wir spielen dann zu Hause gegen Kaiserslautern. Ich würde sagen, dass wir da dann auf Ballbesitz gehen und keine Fitnesseinheit machen. So, Ovejan bestätigt Wechsel zu Mainz für 2 Millionen. Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Wir bekommen halt leider nur 190.000 Transferbudget. Aber wichtig ist natürlich wieder das Geld, das wir hier eingenommen haben und Gehaltsbudget, das wir eingespart haben. So, wir sehen hier jetzt die Erwartungen der Fans gegen den HSV. Die erwarten ein Unentschieden. Ich bin nervös. Ich bin richtig nervös. So, jetzt schauen wir hier noch. Bartel ist angeschlagen. Krüger ist eigentlich müde. Und hier die Saisonerwartung. Direkt in die Bundesliga aufsteigen. Schauen wir mal. Bin nicht ganz sicher. So, jetzt haben wir noch einen Monat Zeit. Ich möchte mal kurz mit euch schauen, was da so für Spieler sind, die eventuell noch auf der Transferliste sind, die für uns interessant sein könnten. Vielleicht auch Spieler, die eben nicht zu alt sind. Gehen wir mal auf 26. So, da sehen wir Manuel Paulista, der Österreicher. Generell mit dem Transferbudget müssen wir uns halt eher nach unten orientieren. Da haben wir Fabrizio, ein Stürmer von Levante. Scout ich mal. Generell wäre Stürmerposition schon noch etwas, wo ich tätig werden würde, wenn man Terodde oder Namen vergessen. Polter verkaufen. Also wenn da noch ein Angebot kommen würde, dann wäre es nicht so schlecht. Früchtl könnten wir auch mal auf die Auswahlliste setzen. Dominik Orosch, der war mal bei Sturm Graz als Leihspieler, hat dort nicht wirklich funktioniert. Die Jatta.
Monaco 2 Millionen Gehalt. Nadir Sorter, den ich ja rechts hinten schon mal bei meinem Sturm Graz safe geholt habe, da hat er mir richtig gut gefallen. Ganz netter Rechtsverteidiger. So, aber jetzt schauen wir vielleicht noch auf die Laien. Leihstatus gelistet und interessiert an einer Laie. David Washington von Chelsea. Das wäre so frech. 90% Gehaltsbeteiligung. Abgelehnt. Würde ich mal auf die Auswahlliste setzen für die nächsten oder fürs nächste Monat. Dass wir einfach wissen, wie es bei ihm so ist am Ende der Transferphase, ob da vielleicht was drin ist und sie ihn kostenlos verleihen würden. Dann Maximilian Bayer. Der wäre auch ein schneller Stürmer. Der hätte Aggressivität und Einsatzfreude. Das heißt, das wäre auch durchaus jemand, der zum Beispiel gut pressender Stürmer spielen könnte. Dann Max Merding. Auch ganz nett. Sehr aggressiv, schnell. So, da haben wir noch Tarek Buchmann, den haben wir eh schon gescoutet. Romano Schmid würde sich als Österreicher ja fast anbieten. Ich scout ihn zumindest mal. Brian Teixeira. Offensiver von Sturm Graz, finde ich ja auch ganz nett. So, ich packe die jetzt bewusst eben alle mal so auf die Auswahlliste, dass sie dann wieder rausfallen, wenn die Transferphase zu Ende ist. Weil sonst wird die Auswahlliste komplett überfüllt. So. Gut. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt machen wir noch die Aufstellung, würde ich sagen, fürs Spiel gegen den HSV im nächsten Part. Baumgartl steigt wieder ins Training ein. Der ist. Also die wurden abgelehnt, da der Wert zu niedrig war. Ist das Problem bei den Spielern auf der Streichliste. So, also, wie stellen wir auf? Müssen wir mal schauen. Baumgartl wieder fit, aber wir sehen, dass er müde ist, dass wir ihn im Auge behalten sollten. Also ich würde ihn hier ehrlich gesagt für dieses Spiel unten lassen. Wir haben mit Matriciani, Kalasch und Jobama schon drei relativ gute Innenverteidiger. Wir werden den Tower als Innenverteidiger Ersatz nehmen mit Moa links hinten und Kosuki. Ach, der hat jetzt zweite Mannschaft gespielt. Das ist bitter. Dadurch ist der jetzt natürlich komplett K.O. Das war eher unabsichtlich von mir. Nehmen wir uns noch den Becker mit. Dann nehmen wir Seguin und Lazza. Polter, Lasme. Uetraogo. Und dann müssen wir überlegen, eben Kosuki ein bisschen zu müde. Bartel braucht man nicht unbedingt. Baumgartl nicht fit. Die sind verletzt. Portlech, Krüger und Talladibi braucht man, denke ich, auch nicht unbedingt. Ja. Ich denke, so werden wir es angehen. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie es wird. Vielen Dank fürs Einschalten. Ein bisschen aufgeregt bin ich, aber ich freue mich. Ich hoffe auch. Bis bald. Danke. Ciao.